Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meiner Woche mit Büchern, der Kalenderwoche 35. Ich habe einiges geschafft. Ich habe insgesamt 6 Bücher beendet, was natürlich sowohl gelesen als auch gehört ist. Und ja, ich kann meinen Kopf leider nicht so drehen. Ich habe eine Blockade, aber ich hoffe, das geht trotzdem so. Ich hatte ein Buch gelesen, das war ein absoluter Flop für mich. Deswegen erwähne ich das jetzt nur mal eben kurz. Das ist nämlich schon ausgezogen. Und zwar war das Ich will dein Leben von Amanda Jennings. Ich hatte vor einiger Zeit von ihr gelesen, Euer dunkelstes Geheimnis. Das hatte mir richtig gut gefallen. Aber Ich will dein Leben konnte mich leider so gar nicht fesseln und begeistern. Ja, ehrlich gesagt war es so, dass ich da schon gar nicht mehr drüber reden möchte. Es ging um ein junges Mädchen, die in Armut lebt und dem Haus auf den Klippen, wo ihre Mutter putzt, immer beobachtet und sogar heimlich dann in das Haus geht, weil sie einfach das Gefühl dafür haben möchte, wie es ist, in so einem Haus zu leben, und lernt dann halt die Tochter der jetzigen Bewohner kennen und ja, versucht sich mit ihr anzufreunden. Und der Titel sagt da ja auch schon viel aus. Und es ist aber nicht alles Gold, was glänzt, sage ich mal so, bei der Familie, bei den Wohlhabenden. Und darum geht es eigentlich. Und es konnte mich einfach nicht wirklich packen. Es hat 3 Sterne von mir bekommen. Dann habe ich gelesen von Emma Rowley, Ein gutes Mädchen. Das Ganze ist im Knauer Verlag erschienen für 9,99 €. Und hier geht es um Kate und sie arbeitet ehrenamtlich bei einer Hotline, wo genau, wo junge Leute, die von zu Hause ausgerissen sind, anrufen können, um den Eltern sozusagen mitteilen zu können, dass es ihnen gut geht, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Und eines Tages ruft da Sophie an und Kate erkennt in ihr ihre Tochter Sophie, die vor 2 Jahren spurlos verschwunden ist, von der man nie wieder ein Lebenszeichen bekommen hat. Und ja, so langsam spinnt sich die Geschichte dann halt weiter, dass man dahinter kommt, was mit Sophie passiert ist. Ist sie freiwillig gegangen oder ist sie entführt worden? Und lebt sie noch? Und solche Sachen. Und ja, ich fand es erst auch ein bisschen langatmig, aber dann wurde es doch noch richtig spannend. Ich habe dem Ganzen jetzt insgesamt 4 Sterne gegeben und ja, konnte mich zum Schluss dann doch richtig fesseln und deswegen hat es auch noch 4 Sterne bekommen. Sonst hätte es 3,5 bekommen, aber ja, es war dann doch noch sehr interessant geworden. Und ja, das hat mir auf jeden Fall ein paar schöne Lesestunden gegeben, auch wenn es am Anfang etwas langatmig war. Aber eine interessante Geschichte, mal ein bisschen was anderes. Dann habe ich gehört von Chris Carter den 11. Fall der Robert-Hunter-Reihe, und zwar Bluthölle. Das ist ja das aktuellste Buch des Autoren und wurde ja auch schon so ein bisschen schlecht geredet, sage ich jetzt mal. Und ja, ich war da etwas skeptisch rangegangen, weil ich habe auch gedacht, jo, 11. Teil der Reihe, langsam wird es doch ein bisschen langweilig. Aber den Fall fand ich sehr interessant. Es geht darum, dass eine Taschendiebin, die eigentlich nie viel anderes in ihrem Leben gemacht hat, Angela hieß sie, glaube ich, ja, nach einem Diebeszug durch die Innenstadt in einer Kneipe landet und mitbekommt, wie ein Mann total unhöflich gegenüber einem älteren Mann ist und macht sich einfach einen Spaß daraus und nimmt ihm seine Tasche weg, ohne dass er das merkt.
Und als sie dann zu Hause ankommt, stellt sie fest, dass sie da ein ganz brisantes Notizbuch in den Händen hält, denn der Täter ist ein Serienmörder und hat seine Taten da verewigt, auch mit Fotos. Und sie bekommt jetzt natürlich Panik und lässt das Notizbuch einer Mitarbeiterin der Polizei zukommen, die sie vor kurzem bestohlen hat, sodass sie halt auch deren Adresse hat. Und das Ganze wird dann natürlich an Robert Hunter und Andy Gas, Andy Gas, nee, Andy Garcia ist ein Schauspieler. Wie heißt er noch? Wie heißt er noch? Garcia? Carlos, ne? An Carlos Garcia weitergeleitet. Und ja, die beiden haben dann dadurch die Möglichkeit herauszufinden, wo die Leichen der Opfer liegen und kommen dadurch immer weiter dem Täter auf die Spur. Gleichzeitig müssen sie natürlich die Taschendiebin auch schützen, denn auf die hat es jetzt natürlich der Täter abgesehen. Ja, das so zum Inhalt. Ich fand es sehr spannend. Das Einzige, was mir nicht zugesagt hat, war das Ende. Das war mir wieder zu Happy End mäßig, kann man sagen. Also ich finde es immer ja schwierig, wenn ein Polizeibeamter immer alles überlebt und immer jemand anderes dann nicht so viel Glück hat. Ich kann das schlecht beschreiben. Also ich fand es sehr unrealistisch, wie diese Schlussszene so vonstatten gegangen ist. Und ja, ich möchte jetzt natürlich nicht spoilern, deswegen sage ich da jetzt nicht mehr zu. Aber insgesamt war es ein tolles Hörbuch. Ich habe es in 2 Tagen weggehört. Kann ich euch absolut empfehlen. Hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Dann ein Highlight von mir, was ich auch ehrlich gesagt nicht so wirklich anders erwartet habe. Der Abschluss der Trilogie der Hebammensaga von Linda Winterberg, Schicksalhafte Zeiten aus dem Aufbauverlag für 12,99 €. Ich habe das Ganze gehört und war wieder begeistert. Es geht ja weiterhin um die Hebammen Luise, Margot und Edith. Sie haben sich ja damals als junge Mädchen bei der Hebammenschule kennengelernt. Und mittlerweile sind sie, ich würde sagen, so um die 40 und haben alle jetzt so ihr eigenes Leben. Und zwei davon sind aber immer noch Hebamme, nämlich Luise und Margot. Luise engagiert sich, hier ist es ja jetzt zu Kriegszeiten, das Ganze ist mittlerweile 1942 in Berlin. Und sie engagiert sich halt auch für so Arbeiterheime, wo da die Schwangeren entbinden. Und sie stößt dann auch auf ein Heim, wo die Babys dieser Frauen ja, weiter versorgt werden. Und sie setzt sich sehr dafür ein, dass die Babys auch überleben. Denn das ist in der Zeit natürlich sehr schwierig. Und dort lernt sie dann auch irgendwann einen jungen Arzt kennen. Und ja, das könnte die neue Zukunft für Luise sein. Margot hingegen hat sich entschieden, in einem Frauengefängnis als Hebamme zu arbeiten, wo Frauen auch dann halt dort entbinden. Sie dürfen dann aber meistens, weil sie irgendwelche Spionagesachen gemacht haben oder Hetze gegen den Staat, dürfen die das Kind zur Welt bringen und dann noch maximal ein halbes Jahr das Kind versorgen und dann wird sozusagen die Todesstrafe vollzogen. Und damit hat Margot natürlich große Probleme, erst recht als eine sehr gute Bekannte von früher sich auf einmal als eine Gefangene entpuppt und Margot dadurch absolut in Lebensgefahr gerät. Ja, mehr möchte ich jetzt gar nicht erzählen. Aber es konnte mich wieder absolut begeistern. Es hat auch 4,5 Sterne bekommen. Es war knapp vor den 5 Sternen.
Insgesamt war das für mich eine 4,5-Sterne-Reihe, also absolut empfehlenswert. Und ich hoffe, von Linda Winterberg wird dann noch in der Hinsicht einiges kommen. Dann habe ich ein Buch von meinem alten Sub befreit, nämlich das Buch, was ich mir vor einem Jahr gekauft habe. Und das gehört zur Rache des Subs, dass ich das dann jetzt auch lesen musste, damit ich es nicht aussortieren muss. Und ich bin auch froh, dass ich das jetzt noch schnell dazwischen geschoben habe. Und zwar von Valerie Trierweiler, Die Dame in Gold. Und ich hatte zufällig, ich glaube, Amazon Prime war das, hatte ich gesehen, dass es einen Film gibt, Die Dame in Gold. Den hatte ich jetzt erst gesehen. Und da ging es auch um diese Familie und auch um den Maler Klimt. Aber da ging die Geschichte etwas anders. Da ging es mehr jetzt um die Gegenwart, dass die Familie oder die Nichte dieser besagten Adele versucht hat, die Kunstwerke von Klimt wiederzubekommen, die damals von den Nazis sozusagen geraubt wurden. Und in diesem Buch geht es eigentlich mehr um das Leben von Adele, wie sie halt Gustav Klimt kennenlernt, den Maler, und wieso da die ganze Geschichte ist. Also den Film kann ich euch wirklich absolut empfehlen. Den fand ich richtig toll. Das Buch fand ich auch sehr interessant. Das habe ich jetzt extra auch noch mit hinterhergeschoben, da ich jetzt ja auch in dieser Familie so ein bisschen drin war und in der Geschichte. Und es hat mir auch gut gefallen. Es hat 4 Sterne bekommen. Das Ganze spielt Anfang, also 1903 in Wien. Adele ist jung, unangepasst, sie ist verheiratet, verliert gerade ihr Kind und ja, ist völlig verzweifelt, denn es ist nicht die erste Fehl- oder Totgeburt. Und dann begegnet sie dem Maler Gustav Klimt und sie fühlt sich sofort zu ihm hingezogen, obwohl sie ja verheiratet ist. Ja, und wie das Ganze so weitergeht, müsst ihr natürlich selbst lesen. Das gehört ja zu dieser Reihe von Aufbau, wo es immer um Frauen und Künstler geht. Finde ich sehr interessant. Da werde ich auch noch mehr von lesen aus der Reihe. Dieses hat jetzt 4 Sterne von mir bekommen und hat mir aber eigentlich auch ganz gut gefallen. Und dann habe ich noch ein Hörbuch beendet und das war wirklich, ich glaube, das längste Hörbuch bisher für mich. Und zwar Die verstummte Frau von Karen Slaughter. Das hatte 21 Stunden knapp Hördauer. Und gesprochen wieder von Nina Petri. Fand ich auch wieder interessant. Aber es war für mich einfach zu lang gezogen. Erstens das. Also es geht hier wieder um Sarah Linden und um Will Trent. Und in diesem Fall verknüpfen sich aber Gegenwart, also Gegenwart ist ja Sarah Linden und Will Trent, verknüpft sich aber mit der Vergangenheit, als Jeffrey Tolliver noch gelebt hat, der Mann und Ex-Mann von Sarah Linden. Und das hat mir irgendwie nicht so gut gefallen, denn den Jeffrey wollte ich eigentlich immer so in Erinnerung behalten, wie ich ihn zuletzt gekannt habe in seinem letzten Fall. Und hier wurde das alles wieder aufgewirbelt, ob er da irgendwelche Fehler gemacht hat. Dann geht es auch um seine Kollegin und seine damalige Kollegin. Und ja, das fand ich irgendwie nicht so ganz toll gelöst. Also da finde ich, hätte man doch besser die Toten ruhen lassen können. Das hat jetzt 4 Sterne von mir bekommen. Es war halt sehr langatmig, was natürlich auch kein Wunder ist bei um die 600 Seiten. Und ja, ich finde, da hat Karen Slaughter ein bisschen zu viel gewollt. Das hätte man abkürzen können. Dann wäre es auch noch wesentlich spannender gewesen. Und ich finde, Jeffrey hätte man einfach besser rauslassen können. Das ist meine Meinung. Aber ja, insgesamt bin ich natürlich trotzdem froh, dass ich den Fall kennengelernt habe. Denn ich bin ja ein absoluter
Sierra Linden-Fan, wobei ich aber sagen muss, dass ich die damalige Reihe mit Sierra Linden und Jeffrey Tolliver noch viel, viel besser fand. Die Reihe hat mich damals eigentlich zum Thriller-Lesen gebracht. Und ja, jetzt ist meine Stimme gleich weg. Und ja, das war auch meine Woche mit Büchern. Wenn ich euch jetzt zu schnell war, dann tut mir das leid. Wenn ihr noch mehr über die Bücher wissen wollt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich freue mich ja sowieso immer sehr über eure Kommentare und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich freuen, wenn es dann auch einen Daumen nach oben gibt. Und bevor meine Stimme jetzt ganz weg ist, beende ich das Video. Bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!